Ja, hallo. Danke. Ich möchte kurz einmal vorstellen, was denn Verantwortungseigentum so für mich bedeutet oder bedeutet hat auch in meiner Geschichte bisher und warum ich glaube, dass es gerade für Impact-Startups echt eine gute Lösung ist. Kurz, wer Ecosia noch nicht kennt oder noch nicht benutzt hat, so sieht's aus. Man benutzt Ecosia wie jede andere Suchmaschine. Wir zeigen, wie andere Suchmaschinen auch, zeigen wir Werbung. Und wenn man auf diese Werbung klickt, verdienen wir Geld. Bis dahin alles genauso wie bei den großen Konkurrenten. Aber der Unterschied ist, dass wir dieses Geld verwenden, um Bäume zu pflanzen. Und warum pflanzen wir Bäume? Also ich könnte jetzt 2 Stunden darüber reden, mache ich aber nicht. Weil wir damit wirklich einen positiven Zyklus starten können, die Klimakrise lösen können, Biodiversitätskrise lösen können, Wasserkrise lösen können, Hungerkrise lösen können und viele, viele andere Sachen. Und das zu einem extrem niedrigen Preis. Ihr solltet alle Bäume pflanzen extrem toll finden. Das war jetzt aber auch der Teil zum Bäume pflanzen. Ab jetzt geht es fast um Verantwortungseigentum. Nur kurz noch ein paar Zahlen zu Ecosia. Wir haben inzwischen 157 Millionen Bäume gepflanzt. Es gibt aktuell 15 Millionen Menschen weltweit, die Ecosia benutzen und damit sind wir, wie schon gesagt wurde, die größte Suchmaschine Europas, leider. Also ich wünschte, es gäbe mehr Wettbewerb. Und was auch besonders ist an Ecosia, ist unser Team und insbesondere auch, wie wir aufgestellt sind. Wir machen das, betreiben die Suchmaschine mit einem Team von etwa 100 Leuten. Auch verglichen mit Google mit 100.000 Mitarbeitern nicht so einfach, da wirklich einen Wettbewerb zu bestehen. Aber diese Leute geben alle ihr Bestes. Und das Schöne ist, wir sind seit 2018 im Verantwortungseigentum. Mit dem sogenannten Golden Share Modell. Ich glaube, das kann man alles nachlesen für Leute, die es weiter interessiert. Die Frage ist, hat sich das gelohnt? Bereue ich das, dass ich das gemacht habe? Und ich dachte, ich teile mal kurz meine Gedanken dazu hier vor dieser kleinen Runde. Ich würde das eigentlich bewerten an der Frage, hat die Umstellung zum Verantwortungseigentum uns geholfen, unsere Vision besser zu erfüllen? Und unsere Vision ist es, die Klimakrise zu lösen. Also ist die Frage, machen wir das jetzt besser oder schlechter? Und eigentlich wollte ich so ein Vorteile, Nachteile, Gegenüberstellung hier präsentieren, aber dann habe ich gemerkt, hey, es gibt gar keine Nachteile. Also machen wir es einfach so. Nur die Vorteile. Eine Sache, die ich allerdings schon noch erwähnen möchte, wir mussten während dieser Zeit kein Geld aufnehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, was für viele nicht einfach ist, aber da gab es viele Workshops zu, hat uns nicht betroffen. Aber ich komme mal auf die Punkte, die für mich wirklich wichtig sind. Eine Sache, die ich gern hervorheben möchte. Ich habe von vielen, gerade von meinen ehemaligen Kommilitonen, ich habe BWL studiert, so ein bisschen diese Bedenken bekommen, wenn du dein Unternehmen verschenkst, dann ist doch die Motivation weg. Wie gesagt, ich habe das vor 4 Jahren gemacht, meine Motivation ist nicht weg. Die ist größer als je zuvor. Meine Motivation ist, die Klimakrise zu lösen und genau das kann ich mit Ecosia machen und da bin ich super glücklich. Ich würde sagen, sie ist stärker geworden dadurch. Was auch stärker geworden ist, ist, glaube ich, die Glaubwürdigkeit, die wir seitdem ja, einfach von mehreren Seiten haben. Also sowohl unsere Nutzer glauben uns jetzt, Nutzer und Nutzerinnen glauben uns, dass wir das wirklich machen, um die Klimakrise zu lösen und nicht um irgendwie mal Millionär zu werden oder sowas. Also da sind viele Zweifel jetzt weg. Auch bei Gesprächen mit der Presse habe ich mitbekommen, wenn die das Modell, was wir haben, und Verantwortungseigentum erstmal verstanden haben, dann verschwinden da wirklich auch sehr, sehr viele Zweifel. Also das hat uns extrem geholfen, um wirklich ja, langfristig Glaubwürdigkeit aufzubauen. Dann eine wichtige Sache ist auch, dass es, glaube ich, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern extrem positiv angekommen ist. Wir haben ja auch hier Ecosia-Mitarbeiter, hebt mal eure Hand. Da ist Jenica, da ist Wolfgang. Jetzt hebt noch mal eure Hand, wenn ihr das prima findet. 100% der Ecosia-Mitarbeiter finden das prima. Das ist eine sehr differenzierte Betrachtung, die ich hier auf das Thema gebe. Also auf jeden Fall merke ich das tatsächlich in vielen Interviews und in vielen Gesprächen, dass Mitarbeiter wirklich dafür, ja, davon überzeugt sind und dass es ihnen auch wichtig ist, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Dann haben wir auch tatsächlich viel Aufmerksamkeit bekommen. In vielen der Interviews, die ich gebe oder Vorträge, ist das immer ein Thema. Es ist tatsächlich was hervorsteht, verglichen mit anderen Startups, den normalen exit-orientierten Startups. Presseaufmerksamkeit, immer wieder irgendwelche Beiträge, die auch dadurch eben zustande kommen. Wirklich für uns auch ein sehr, sehr positiver Effekt.
Dann eine Sache, also ich habe es noch nie anders erlebt, Ecosia ist mein erster Job, aber ich höre das immer wieder von Mitarbeitern, dass das bei uns anders läuft als bei anderen Unternehmen, dass wir halt nicht den Gewinndruck haben. Wir hatten neulich so eine Situation, wo wir bauen eine Suche für Produkte, also für Shopping mehr oder weniger bei Ecosia. Und da gab es auch so eine Diskussion, wollen wir mehr Geld machen oder wollen wir grüne Produkte hervorheben, was ist wichtiger? Und dann haben wir einfach die Frage gestellt, was denn besser fürs Klima? Und haben eben gemerkt, hey, grüne Produkte hervorheben ist besser. Und dann haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, ob das in jedem normalen Unternehmen genauso funktioniert hätte. Also tatsächlich, klar, wir müssen Gewinne machen, aber nicht diese Profitmaximierung zu haben, ist mir persönlich unglaublich wichtig und glaube ich auch für viele unserer Mitarbeiter. Und letztendlich führt das auch zu einem besseren Produkt. Ein weiterer Vorteil, der für mich einfach auch immer klarer wird, ist, die Zusammenarbeit mit Unternehmen, mit allen Unternehmen, klappt einfach besser. Die Skepsis ist nicht da, wenn die Unternehmen wissen, ah, ihr könnt tatsächlich nicht verkauft werden oder ihr macht das nicht für Gewinngenerierung, sondern euch geht es wirklich um die Lösung der Klimakrise. Das erzeugt so viel mehr Vertrauen und macht tatsächlich auch so viel mehr Spaß. Wir haben auch insbesondere viel Spaß daran, mit jungen Startups zusammenzuarbeiten, die im Bereich Verantwortungseigentum gründen. Da haben wir auch schon einige Partnerschaften gemacht. Super viel Spaß hat es gemacht. Aber natürlich auch mit älteren Unternehmen oder mit den Pionieren der Branche. Ich gucke hier gerade so ein bisschen rüber. Das macht natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und generell habe ich einfach das Gefühl, dass dieses Netzwerk mir sehr, sehr viel gibt. Also ich habe das Gefühl, dass wir wirklich gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten. Und ja, sowohl freut es mich, junge Gründer zu sehen, die in diesem Bereich gründen wollen. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, das zu machen. Und aber auch zu sehen, dass Leute, die schon seit Generationen teilweise Unternehmen führen, auch darüber nachdenken. Ich denke, es ist wirklich eine super Lösung. Gerade wenn man etwas im Impact-Bereich machen möchte, ich glaube, dann gibt es wirklich nochmal, das ist nochmal das Tüpfelchen auf dem i, wenn man wirklich versucht, ein wichtiges Problem für unsere Gesellschaft zu lösen, dann ist Verantwortungseigentum meiner Meinung nach ein sehr guter Weg. So viel meine differenzierte Betrachtung auf das ganze Thema. Das war es eigentlich auch schon. Ich habe nur noch eine Sache, die ich kurz erwähnen möchte. Wir haben für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin dieser Konferenz einen Baum gepflanzt. Also wenn ihr heute nach Hause geht, dann habt ihr nicht nur die tollste Konferenz dieses Tages besucht, sondern auch noch was fürs Klima getan. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war's von mir.